hier lässt es sich wirklich aushalten. Die letzten 2 Tage habe ich hier verbracht und die Location fürs Retreat im Oktober ausgekundschaftet. Wahrscheinlich wird es nicht so ein Wetter mehr sein, dass man draußen in der Hängematte liegen kann. Aber ich zeige euch jetzt mal das Medellina und warum es so besonders ist. Kommt mit! Zuerst erkennt ihr hier sehr viel gemütlichen Raum, viel Natur, Liebe zum Detail. Unser Dessert haben wir hier aus dem eigenen Garten, es gibt mehrere Gärten, bekommen mit Blüten darauf. Das Haus an sich hat nur 15 Zimmer, also es ist sehr klein, sehr familiär und immer auch in Romansch angeschrieben. Ich zeige euch das gleich noch innen, wenn wir nach dem Raum, dem Gastraum und den Zimmern schauen. Das ist ein Teil vom Gastraum, da habt ihr auch ganz viel Platz. Social Distancing, alles einkaufen. Es gibt auch lokale Produkte zu kaufen. Und hier, wo gerade noch Tische stehen, wird unser Yoga-Raum sein. Also im Oktober üben wir hier für uns. In kleiner Gruppe, ganz viel Platz. Es gibt hier keine Zimmernummern, sondern Namen. Das hat eine Bedeutung. Unser Zimmer war Holunder. Es gibt eine kleine Bibliothek, wo man auch zwischendurch Kaffee oder Getränke holen kann, Snacks. Sehr typisch, aber auch sehr modern alles eingerichtet. Das Bild spiegelt so ein bisschen den Style wieder zwischen modern und alt, zwischen traditionell und frisch. Ganz viel lokal auch. Und natürlich ein atemberaubender Blick überall aus dem Haus. Gerade eben hört man sogar noch die Grillen. Es ist super leise in der Nacht, dunkel, Natur rundum. Man kann hier wirklich gut schlafen, das Bett ist sensationell. Hier sieht man noch den Kräutergarten oder den Garten weiter oben, in der ganz viel lokalen Küche, also Köche sind hier immer mit lokalen Spezialitäten dran. Oktober sind wir wieder da und ihr könnt dabei sein. Meldet euch an.